Und damit, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem spannenden Video. Heute schauen wir uns alle Rambi-Level an, zumindest so weit wie möglich, und spielen diese ohne Rambi. Angefangen mit Welt 2-2 Alp Nashorn. Ganz genau. Man kann nämlich jedes Rambi-Level bis auf das letzte ohne Rambi spielen, was das Ganze ein bisschen schwerer macht. Und das ist das, was wir heute versuchen. Falls ihr, by the way, das normale Let's Play hiervon nicht gesehen haben solltet, empfehle ich euch das natürlich sofort oben auf dem i. Einfach vorbeischauen und mal ein bisschen gönnen abends, wenn man nichts zu tun hat. Ist immer gut. So, hier würden wir jetzt Rambi bekommen, mit dem wir das Level machen können. Aber man kann dieses Level auch genauso gut ohne Rambi machen. Und manche Passagen sind sogar einfacher. Denn wir sind hier tatsächlich fast nicht mehr an das K gekommen im normalen Walkthrough. Das ist doch schön, dass wir jetzt hier den Kollegen haben. Oh, bei mir ist sehr leise. Ich muss kurz lauter machen. So, weiter geht's. Und die ganzen Sachen hier brechen auch nicht runter, richtig? Ja, okay, das hier schon. So. Weiter geht's. Es wird anstrengend und wunderschön. Direkt weiter hier. Gut, man kann so natürlich nicht an alle Puzzleteile kommen, oder? Kann man... Nee. Man kann diese Glocken nicht aktivieren. Und in einem dieser Glocken ist tatsächlich nämlich ein Puzzleteil drin. Also das ist scheinbar nicht machbar. Ich sehe nichts. Dankeschön. Aber wenigstens stürzen die Dinger hier nicht ein. Die stürzen immer ein oder brechen ein Stück runter, wenn wir mit Rambi hier langfahren. Fahren vor allen Dingen, laufen. Ja, ja, doch, doch. Manche Passagen sind schon einfacher. Brauchen wir hier Rambi für? Nein. Wozu auch? Ich glaube, jetzt wird es kritisch, weil ist das nicht eine Verfolgungssequenz, wo hinter uns alles einstürzt? Ich denke, ja, 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 okay. Das heißt, einfach ein bisschen Gas geben hier mal. Ganz entspannt bleiben hier. Wir haben voll den Stress. Oh mein Gott, das war todesknapp. Bitte, bitte. Oh, ein Ballon, den haben wir nötig. Wir haben ja beim Endboss, reden wir nicht drüber, ziemlich viel verloren. Der Endboss war grauenhaft. Also, Guys, falls ihr den Endboss nicht gesehen habt, checkt den auf jeden Fall ab. Ich habe noch nie so gelitten. Ich habe 80 Minuten oder so aufgenommen. Das war richtig angenehm. Das war ein sehr schönes Erlebnis. So. Das stelle ich mir ein bisschen schwerer tatsächlich vor. Weil wir die Blöcke nicht kaputt machen können. Aber wir können ja auch ganz entspannt hier oben drüber hüpfen. Das hält uns ja nicht auf. Boah, angenehm ist es natürlich nicht. Ich habe die ganze Zeit diesen Druck. Aber es ist eigentlich ganz entspannt. Oh, bis auf das hier. Hier wird es eng. Oh, hier noch schön lecker die Coins mitgenommen. Die esse ich immer am liebsten zum Frühstück. Zack, und da wären wir auch schon im Ziel. Eigentlich gar nicht mal so schwer, oder? Okay. Mit Samba im Sturm geht es in Welt 3 La Savanna weiter. Dort befindet sich scheinbar das nächste wunderbar schöne Rambi-Level. Ich hoffe, ich habe keins verpasst. Ich soll das vielleicht nachher nochmal überprüfen. Das ist schon ein bisschen ein schwereres Level. Ist auch in der nächsten Welt. Ob ich mich gut an dieses Level erinnern kann, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass es ein Rambi-Level ist. Oh mein Gott, hier geht's ganz schön ab tatsächlich. Ja, genau, hier ist auch schon Rambi, aber heute nicht. Mein Werter. Alles klar. Oh mein Gott, das wird schlimm. Oh mein Gott. Ein Herz wäre richtig cool. Das wäre auch verdient so, meiner Meinung nach. Okay, jetzt kommen auch noch Blitze ins Spiel. Ach, Kollege, komm, das war unfair. Lauf doch. Nein. Wir wollen hier lang. Ganz genau, oh mein Gott. Das ist jetzt nur eine Frage. Ich krieg schon noch einen Begleiter, oder? Oh mein Gott. Ja, kriegt man. Didi kriegt man. Damit gebe ich mich gerne zufrieden. Oh nein, jetzt kommt die Stelle hier. Die ist sowieso schon auch mit Rambi nicht so angenehm. Oh, ich glaube, die wäre auch ohne Begleiter unmöglich. Nicht? Weil man einfach nicht schnell genug rollen könnte. Oh, hier werden wir wieder von irgendwas verfolgt. Ich sehe nichts, bitte. Ich hätte vielleicht die Monitore kurz tauschen sollen, damit ich sehe, was auf mich zukommt. Ich sehe nämlich genau das, was ihr auch seht. Ich habe auch so einen Vollidioten, der die Hälfte des Bildes verdeckt. Unten rechts in der Ecke. Ganz schlimm. Okay, aber es ist entspannt. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt.
Oh. Ja, dann machen wir noch kurz diesen Bonus. Gar kein Problem war das. Jetzt aber hier mal... Ein Herz brauche ich jetzt nicht mehr tatsächlich. Oh, was kommt noch eigentlich alles auf uns zu? Oh, Dixie. Dixie ist, glaube ich, sehr wichtig. Oh, da ist wieder unser... ich weiß nicht, wie das Tier heißt. Bison? Ihr wisst, was ich meine. Oh, bitte nicht hier failen. Das wäre traurig. Ich höre Blitze. Oh nein, nicht hier auch. Ernsthaft? Das ist schon das Ziel? Hallo? Dankeschön. Und damit hätten wir auch das Level erfolgreich abgeschlossen. Let's go. Und das letzte Rambi-Level im Spiel ist das Level Magma Mia in der 6. Welt. 6-8. Das ist tatsächlich nicht möglich, da ihr Rambi braucht, um einige Passagen zu öffnen, weil ihr da halt gegenlaufen müsst, weil ihr sonst wirklich legit nicht weiterkommt. Das heißt, an der Stelle wären wir am Ende mit dem Video. Mich würde es natürlich mega freuen, wenn ihr einen Like da lassen würdet und natürlich auch ein Abo, damit ihr hiervon nichts mehr verpasst. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen guten Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.